Römer. Der Römer war der letzte hier, den wir Kuhwald gesucht haben. Hallo. Zum Tag des offenen Denkmals am 8.9.2019 in Schneeberg in der Georgenhütte. Liebe Besucher zum Tag des offenen Denkmals 2019. Wir sind dieses Jahr eingegangen in die Garde der UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten. Wir haben gekämpft. Ich will nicht überheblich sein. Ich war einer der Gründungsmitglieder, die 2030 dafür eingesetzt haben. Damals war unser Landrat noch kein Landrat. Jetzt hat er gedopt. Wir sind Welterbe. Damals war er dagegen. Also so kann man sich das sehen, wie das wechselt. Ich wollte eigentlich mal ein paar Forschungsergebnisse bekannt geben. Das heißt, wie alt ist der Bergbau im Schneeberg? Es stand in der Presse drin, der Bergbau im Schneeberg ist älter als das Berggeschrei. Berggeschrei heißt in Schneeberg 1471 hat man Silber gefunden. Und da ging das richtig los hier. Aber das ist das Berggeschrei oder der Bergbau, der urkundlich erwähnt worden ist. Davor gab es einen Bergbau, der unbekannt war, der älter ist. Wie komme ich dazu? Ja, warum spinnt denn der Kerl so? Und dazu möchte ich was sagen. 1936 hat man im Deutschen Städte- und Gemeindetag festgelegt, dass alle deutschen Städte nach einheitlichem Gesichtspunkt eine Chronik schreiben müssen. Wann gegründet, welche Quellen, welche Fahne, welches Wappen, welches das. Und plötzlich schossen nach 1936, schossen die Pilze aus dem Boden die Heimatfeste. Beginnend 1937 mit Berlin, riesengroßes Fest, die Zeit, was damals war, wisst ihr ja. Aber auch in Neustädel gab es 1937 Heimatfest. Und da gab es eine Festschrift, die wurde geschrieben von Dr. Gerhard Heilfurth. Und in dieser Festschrift steht drin, dass Neustädel gegründet worden ist, und zwar an einem Deich im Jahre 1187, da nennt sich Scheibedeich im Ortsteil Scheibe von Neustädel. Um einen Deich haben 12 fränkische Bauern gesiedelt. Der Heifert hat es geschrieben, übernommen, keiner hat es widersprochen. So, jetzt haben wir 2012 uns vorbereitet, wieder 825 Jahre Feier. Und da habe ich gesagt, ich würde eine Chronik schreiben. War nicht genehm, wir haben einen Heifert und da habe ich mich selber darum gekümmert. Und bin mal den Deich abgegangen und habe festgestellt, der eine Abfluss geht hier der Straße entlang durch Neustädel, hat mehrere Brunnen bedient. Aber dann gibt es einen zweiten Abfluss, der geht hier entlang am Hang und geht hier diesen, das ist, ich muss sagen, das ist ein doppelgradiger Grat der Sächsischen Armee 1911. Das Gute daran ist, dass alle Wege, alle Bingen, alle Steinbrüche verzeichnet sind, geht hier lang. Und trifft hier in der Fülsteichstraße auf in ein Haus, was ich mir 1990 gekauft hatte. Ohne zu wissen. Rundfunkgruppe Rappold. Und das war das Brunnenhaus, das Fundgruppe Rappold. Das heißt, geht von hier nach hier. Und bei mir im Grundstück die Fundgruppe Rappold, der Name ist ganz eigenartig. Friedrich Rappold war ein Nürnberger Metallfernhändler. Ansonsten heißt die Grube Greif oder Heiligkreuz oder sonst wie oder christlichen Namen oder sonst was. Und hier nach einer Person. Dieser Friedrich Rappold besaß 1509 von 124 Kuxe Anteile an dieser Grube. Und deshalb haben sie genannt Fundgrube Rappold. Diese Fundgrube Rappold war die tiefste Fundgrube im Schneeberger Revier. 1500, 100, 252 Meter. Das gibt es nicht. Das heißt, so tief kann man nicht innerhalb von 20 Jahren abdäufen. Dann ist hier eine Fundgrube, die heißt Greif, hier eine Fundgrube Heiligkreuz. Und diese drei Fundgruben waren die tiefsten Fundgruben. Das heißt, das ist der sogenannte Rappolder Flachen und hier ist Kobalt. Und Rappold war die erste Fundgrube deutschlandweit, die einen gemauerten Schacht hatte. Die erste Fundgrube, die eine gemauerte Radstube hatte. Auf dem Rappold ist der erste Schacht Deutschland, wo ein Pferdegiebel stand. Ich kenne die Fortform, es ist Wahnsinn. Diese Fundgrube ist benannt worden, wie gesagt, 1500 nach dem Herrn Rappold. Alle Fundgruben Schneeberg haben Namen nach Heiligen oder sonst sowas. Es gibt noch zwei Fundgruben, die einen Namen nach einer Person haben. Und der Friedrich Rappold war ein Metallfernhändler aus Nürnberg. Der hat zwischen Breslau, Frankfurt am Main und Antwerpen Kobalt gehandelt.
nicht Silber, nicht Kupfer, nicht Sandsäure. Er hat Metalle, er hat Rohstoffe, er hat seltene Erden, Kobalt gehandelt und hatte 1509 Kuxe an dieser Fundgrube Rappold. Und das an dieser Fundgrube, und deshalb hat man die Fundgrube nach ihm benannt, Rappold. Diese Fundgrube war 1500 die tiefste Fundgrube im Schneeberg-Revier. 254 Meter. Keine war tiefer. Neben der Fundgrube Rappold gab es die Fundgrube Greif und die Fundgrube Heiligkreuz. Diese beiden drei Fundgruben waren die tiefsten Fundgruben. Betrieben wurden sie von der Fundgrube Rappold nach unten und dann ist man ausgeschwärmt. Das war eine Festlegung von Kurfürsten bereits 1478, dass mehrere Fundgruben zusammengeschlagen werden. So, diese Fundgrube hat eine Schmelzhütte. Und diese Schmelzhütte suche ich seit 25 Jahren. Diese Schmelzhütte befand sich zwischen dem Rosenberg und dem Schimmelsberg. Im Lindenauer Grund des Mühlberges. So, und diese Fundgrube, hier ist das Wasser. Hier ist die Fundgrube Rappold und hier sind wir an der Silberschmelze des St. Georgen. Hier sind wir. Ja. Und diese Silberschmelze im Grund, im Lindenauer Grund des Mühlberges, gibt nämlich noch einen Kriegsbacher Grund, die andere Seite des Mühlberges. So, weiter wurde ausgesagt, am Ende der großen Schlucht, im rechten Winkel der großen Schlucht, hier ist die Gesellschaft. Und hier, wo der Gesellschaft geht, der Weg runter, sehr steil. Beziehungsweise ging hier so lang. Später wurde diese Halde draufgezogen. Das heißt, man hat das Wasser, die Fundgrube, die Schmelzhütte. Alles eine Linie. Ich brauche Wasser. Wasserkraft. So, und diese Fundgrube, die Rappolder Fundgrube, ist 1573 zerstört worden beim Hochwasser. Das Kohlhaus, Blitzschlag. Und danach wälzten sich Wassermassen am 12. August 1573 durch das Tal und haben diese Grube zerstört, dieses Gebäude hier. Am 12. August 2002 ist das Gleiche passiert. Da war das große Hochwasser. Am gleichen Tag, nur ein paar hundert Jahre später, da ist der Deich übergelaufen. Da um 19 Uhr kam im Sachsenspiegel kam Hinweis, Schneebergland unter. Und halb acht kam im Aktuell der Hinweis, dass Dresdenland unter war. Das heißt, das hängt damit zusammen. So, das ist erstmal die ganze Geschichte zu dieser allgemeinen Sache. Jetzt haben wir uns den Verein gegründet. Nimm Platz, kommt rein. Hier ist Platz. Jetzt haben wir den Verein gegründet und ich habe mich damit beschäftigt, weil ich immer mehr wissen wollte. So, und da haben wir jetzt Unterlagen bekommen. Wir haben eine ABM gehabt, wir sind jetzt seit 8 Jahren. Eine ABM, die hat 2 Jahre lang im Staatsarchiv Dresden, Freiberg-Bergarchiv, in Schwarzenberg, in Marienberg, in Schneeberg, in Aue, überall gesucht. Und da haben wir festgestellt, auf Anordnung des Kurfürsten Johann Georg II. Vom 8. Juni 1665 kam es zum Neubau der alten Gallenhöfer Silberschmelzhütte. Die Gallenhöfer Silberschmelzhütte lag weiter oben und mittelbar neben Rappold. So, im Lindenauer Grund des Mühlberges auf den Mauern einer am 12. August 1573 gestörten Schmelzhütte. Und da wurde festgelegt, die Hütte hat eine Größe von 24 Ellen, das sind 13,44 Meter, und hat eine Breite von 22 Ellen, 12,32 Meter. Hier ist der Grundriss, das stimmt, aber das stimmt nicht. Das heißt, die Hütte ging bis hierher. Das heißt, die Hütte war schon bis hierher. Hier war das Bochwerk, hier standen Bochstühle, da hat man das Erz vom Daumen Gestein getrennt und hier war der Ofenraum, der Schmelzofen. Das war von 1665 bis 1717, war das so, dann hat man das weggerissen, diesen Bereich, und ist nur noch das da. 2011, 12, ich arbeite bei Wünschrute viel, bin ich hier am Vorraum lang gegangen und habe festgestellt, auf einmal eine Störung hier. Eine Störung. Was kann das sein? Anomalie. Ich gehe nach unten, 2 Meter tief nach unten, habe festgestellt, alles Masse, Schlacke, Steine. Kein Grund, kein Felsen, nichts. So,
Und habe festgestellt, hier ist irgendwas. Und haben wir den Fehler festgestellt, eine Radstube. Unter uns ist eine Radstube. Die Radstube hat einen Durchmesser von ca. 7 Meter und hat das Wasser, kommt vom Mühlberg hinten. Dort, wo der Bergkeller ist, kommt das Wasser rein. Jetzt habe ich nochmal das alles rekonstruiert, was ich wusste am 21.12.2008 zur Kenntnisse. Das heißt, hier ist plus minus null. Vor 1754, vor 1754, 74 war das Geländeniveau. Hier ist Felsen. Das war das erste Stockwerk, was verfüllt worden ist. Und hier an der Westseite des Gebäudes von hinten, vom Deich aus gesehen, ging Treppen in Fels geschlagen nach unten, rüber und runter. So. Hier befindet sich das Wasserrad. Ich wusste damals nicht, wie groß das Wasserrad war. Ich bin von 9 Meter ausgegangen. Wir haben nämlich 2015 in Niederschlema gefunden, ein Kehrrad, das 500 Jahre, seit 1511 verschüttet war. 9 Meter Durchmesser, konnte vorwärts und rückwärts gehen. Dieses Wasserrad war verbunden mit einer Welle. Über diese Welle lief jetzt eine Bodenkunst, das heißt in den Schacht nach unten. Und hat aus den tiefsten Untergründen, also an diesem Grund, das Wasser nach oben gepumpt, beziehungsweise konnte dort Lasten nach oben befördern. So, das waren die Erkenntnisse, die damals im Januar und Dezember 2018 vorherrschend sind. Das heißt, es befindet sich unter uns ein Bergwerk. Wir hatten voriges Jahr im Sommer leider festgestellt, wir haben Hausschwamm. Sie haben das vielleicht schon gesehen. Wir haben alles rausruppen müssen, Absperrung im Landesamt für Denkmalpflege in Dresden, mussten nach unten gehen und bei dieser Arbeit, die ist sehr stupide, habe ich mit der Windschuhe rumgespielt und habe plötzlich festgestellt, das ganze Gebäude ist unterkellert. Nicht nur hier in dem Bereich, wo die Radstube ist, das ganze Gebäude ist unterkellert. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das aussieht. Das heißt, das ist eine Gehrockeraufnahme. Der Kollege Peter Rohr aus Chemnitz, der Techniker, mit dem ich seit 20 Jahren zusammenarbeiten tue. Wir sehen hier die ersten 2 Meter. 2 Meter ist alles Masse, das Rote. Alles Halbmasse. Das ist alles aufgefüllt. Ab den Gelben, ab 2 Meter bis 4 Meter bis 5 Meter, das was Sie hier sehen, so gelblich, olivgrün, sagen wir mal so, das ist der Fels. Und was Sie hier sehen, hier ist Fels, was Sie hier sehen, so grau. So, das ist Hohlraum. Was hier steht, ist Hohlraum, hier stand das Rad drin. Hier diese Öffnung, hier drauf ist das Wasser reingeflossen und schlug auf das Wasserrad. Und was Sie hier sehen, nach oben, ist ein Gestängeschacht. Das heißt, von unten hat ein Gestänge nach oben bis über da durchgeschlagen, bis hierher. Und dort oben befand sich ein Bochwerk und andere technische Einrichtungen, bis hin zum Blasebalg. Wir haben hier wahrscheinlich noch ein ganz altes und was Großes hier im Beto. Ich würde die Frau Dr. Hemke anrufen, Landesamt für Archäologie, die zuständig ist für den montanen archäologischen Bergbau in Sachsen. Die Frau hat voriges Jahr gesagt, wir haben in Dippeldeswald entdeckt ein Zinnbergwerk, 4000 Jahre alt, und müssen die sächsische Geschichte neu schreiben. So, das war wie gesagt 2016, das ist eine kleine Sensation eigentlich. Und dann hat man 2016 wie gesagt ganz schnell einen Deckel drauf gemacht, hat Beton drüber gemacht, hat die Steine verlegt und seit 2018 haben wir in diesem Gebäude den Hausschwamm. Wir müssen ihn sanieren, wir werden einfach nicht damit fertig. Und dann habe ich festgestellt 2018, dass das ganze Gebäude unterhöhlt ist. Wir haben dann hier die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte Messreihe gemacht, alle 2 Meter. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Messpunkt mit Georadar. Hier sehen Sie in 4 Meter Tiefe, das ist die X, die Y, die Z-Achse nach unten, in 4 Meter Tiefe haben wir in diesem Bereich erstmal rot eine Störung, hier liegt Metall, Stahlabdeckung. Der Schacht ist abgedeckt. Hier in diesem Bereich ist der Schacht nach unten. Hier ist überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Das heißt, es geht bis unten durch. In diesem Bereich nach hier geht der Gang lang. Das heißt, man kam hier runter und konnte hier rüber gehen. So.
Da waren wir baff gewesen. Und das ist der Bereich, hier war das Haus zu Ende, hier gehen die Treppen runter, das sind Treppenstufen drin, das sieht man. Das sieht man auf Gehre, da Treppen, gehen nach unten und hier, in diesem Bereich, wo dieser Balken ist, sieht es aus und dieser Balken ist kaputt gegangen. Ohne Hausschwamm geht dieser Balken kaputt, weil von unten im Winterhalbjahr zieht das Wasser, die warme Luft aus bei 8 Grad plus. Drinnen haben wir Minusgrade, außen haben wir Miesengrade und kondensiert das Wasser, geht das alles kaputt. Und ja. Hier in diesem Bereich, bei ca. 6 bis 8 Meter, geht es nach außen. Und diesen Bereich wollten wir im April bereits eine Sondierung durchführen, von oben hier rein, den Hohlraum erschließen. Ja. So, die Bergsicherung, der Dr. Nogi, der Herr Nogi vom Landesamt Denkmalpflege hat ja gesagt. Die Frau Dr. Hemke hat plötzlich Nein gesagt. Es besteht kein Bedarf. Und dann hat sie einen dummen Satz geprägt. Und dann hat sie gesagt, lass die Kunststadt zu ruhen. Was ist denn hier los? Landesamt war Archäologie. Ja. Was wissen die? Was weiß die Frau? Was läuft hier? Ja. So, was ist da unten drin? Und das wollen wir, wie gesagt, in den nächsten 14 Tagen hat wahrscheinlich der Steiner Tobias ein Bohrgerät, macht man eine Bohrung, da wollen wir mal reingucken, was da unten drunter ist. Ja. Wenn das so ist, wie ich es vermutet habe, wäre es eine einmalige Chance. Das heißt, der Bergbau ist bedeutend älter am Schneeberg, der kann 3 bis 4.000 Jahre alt sein. Und wenn wir von der Kulturlandschaft sprechen, die ist nicht geprägt worden in 600, 700 Jahren, die sind Jahrtausenden geprägt worden. Wir haben die Namen von allen alten Fundgruben, die finden wir bloß nicht mehr, weil die später verformt worden sind von späteren Fundgruben. So, das wäre, wie gesagt, ein relativ altes Bergwerk. So, vor 1187, das ist nur willkürlich festgelegt worden. Es gibt Kollegen, die haben das untersucht, die haben gesagt, Dresden an der Elbe und Leipzig an der Pleiße sind 1000 bis 1500 Jahre älter als ihre erste urkundliche Erwähnung. So, dann beschäftige ich mich mit den Chronisten, das heißt Albinus, Melzer, Ambrosius Franz und so weiter. Und da bin ich auf Sachen gestoßen, nur das mal zu sagen, der Schneeberg ist seit 968 der Schneeberg, die südlichste, südöstlichste Landmarke des Bistums Zeitz. Das Bistum Zeitz wurde 1968 gegründet und um den Schneeberg fließt nicht die Zwickau, sondern die Schneeberger Mulde, so hieß es mal früher. Von Zwickau sprechen wir erst seit 1118. Die älteste Urkunde, die wir haben, Region 1118 zu Zwickau. Aber bereits seit 968 ist der Schneeberg die südlichste Landmarke des Bistums Zeitz. In der Albinus-Chronik von 1716 steht drin, auf Seite 9, dass man bei der Säkularisierung, das heißt 1530 katholischen Besitzes, hat man im mittleren Alter von St. Wolfgang, Kirche St. Wolfgang, eine in Stein gesetzte Glas gefunden. Darin lag eine Urkunde, die aussagte, dass dieser Altar bereits vor 500 Jahren gestanden hatte. Also 1030. Das war die älteste Urkunde des Landes Sachsen. Diese Urkunde hat der Herr Spaladin, der Beauftragte des sächsischen Kurfürst, seinen Kurfürst übergeben, weil diese Urkunde regelte die Besitzansprüche des Bischofs von Zeitz Naumburg an den Schneeberg. Ab 1471 gab es nämlich hier sehr viel Silber. Und da hat er an den entsprechenden reichen Fundgruben auf dem Schneeberg 6 bis 8 Kuxe besessen. Da hatte mehr verdient der Bischof von Naumburg-Zeitz als der Kurfürst am Schneeberg. So, der hat nur einen Zehnten gehabt, der hat wohl mehr gehabt. So, ja, und das ist dann verschwunden. So, und das wurde dann 1719 erstmal veröffentlicht. Und zwar aus den Ausführungen des Pfarrers Stubenvoll aus Schwarzenberg, der 1550 Schwarzenberg Pfarrer war. Und da lege ich mich zur Zeit mit einem Kollegen an, aus Wildbach, der der Meinung war, das geht um Schwarzenberg, es geht um Schneeberg, denn die Region Schwarzenberg ist erst seit 1463 sächsisch, davor war es böhmisch. Mit der Heirat von Albertiner, mit der böhmischen Königin, Königstochter, kam das Schwarzenberger Bereich zu Sachsen.
und ist die älteste Besitzurkunde eigentlich, die wir haben, zum Bergbau am Schneeberg. Ja. So, 1530 ist Folgendes passiert. Der Bischofssitz wurde von Zeitz nach Naumburg verlegt und der alte Bischof ist gestorben. Der neue Bischof hat sich, wie gesagt, Privilegien an Schneeberg geltend gemacht und der hat den Spitznamen gehabt, der Langobarde. Der Lombarde. Die Lombardei ist eine Landschaft in Norditalien zwischen der Schweizer Grenze und mittleren Poebene mit Mailand und Venedig. In Venedig hast du wieder Murano. So, dort hat er hantiert. Und es ist möglich, dass die Venediger im Bistum Zeitz, im Auftrag der katholischen Kirche, am Schneeberg Kobalt bereits 1030 gefördert haben, die Venediger. So, da gibt es eine Aussage zu diesem Scheibedeich da oben. Es gibt die sogenannte Wallensprache. Und da gibt es einen Begriff, der heißt Scheibe. Eine Scheibe ist eigentlich ein rundes Ding. Der Töpferscheibe und so weiter. Ein runder Kreis eigentlich, fast rund. In der Mitte ein Punkt. Der Scheibedeich hatte oben in der Mitte eine kleine Insel. Da hat man vermutet, dass eine Motte gestanden hat, also eine Wehrturm, also eine Art Wehrturm. Ja. So. Und dass eben der Bergbau am Schneeberg bereits vor 1187 hier stattfand. So, das zu beweisen, zu belegen, wie gesagt, bedarf nur etwas Untersuchung. Das heißt, dass der Bergbau eben dort älter ist. Ich habe persönlich das Problem, dass ich mit sämtlichen staatlichen Dienststellen nicht ins Geschicke komme. Landesamt für Archäologie, habe ich hier große Probleme. Es gibt hier uralte Handelsstraßen, die gehen aus Richtung Emsland bis nach Byzanz, Konstantinopel, heute heißt Istanbul, im Hafen von Vini Capri. So, geht eine Straße lang, 2073 Kilometer. Die geht über Grünhain. Kann man sagen, Rastplatz. Aber es gibt noch eine zweite Straße, die geht bei Arles in der Rhone-Mündung, Mittelmeer. Das war eine griechische Kolonie gewesen. Bis nach Ovola, das ist nördlich von Danzig an der Bernsteinküste, an der Ostsee, geht diese Straße, die geht auch über Grünhain. Trifft sich in Grünhain zwei transkontinentale, uralte, frühzeitliche Handelsstraßen. Und dort oben habe ich entdeckt, 2003, eine alte Burg, die hat Albinus geschrieben, die Quedlinburg, 1180 bereits. So, und dort oben diese Burg und alle Zisterzienserklöster, die liegen nicht irgendwo im Welt abgeschieden irgendwo. Entweder liegen sie an Kraftlinien, wie sie gesagt haben, ja, oder an alten Handelsposten. Ossegg, Waldsassen, Kloster Waldsassen, ja. Die liegen an solchen uralten Handelsstraßen, nicht abgeschieden irgendwo. Und diese Straße von Haselüne nach Vini Capri, also bis nach Byzanz, Istanbul, die ist 2030 Kilometer schnurgerade, die geht über den Zwickauer Hauptmarkt, die geht an Muldenknie bei der Burg Stein vorbei, Pressnitzer Pass über Medinetz, Kupferberg, Kaden, geht durch Budapest durch, nicht irgendwo durch Budapest in den Bereich der Margareteninsel und geht bis ins Eiserne Tor und von dort, von der Donau, geht zum Landweg bis runter nach die Türkei. Und dort ist der Friedrich Barbarossa, ja, Friedrich der Erste ist er nach 1190 runtergezogen in Heiligenland zum dritten Kreuzzug und ist dort in der Türkei der Tode gekommen. Mit Schlag gehabt beim Boden. Ja. Das heißt, es sind uralte Handelsstraßen, die hier durchgehen. Am Anfang war der Weg. Wie die das gemacht haben, kann ich nicht sagen. Aber alle Straßen, die hier liegen, sind uralte. Ob das in Rumänien ist, ob das in ehemaligen Jugoslawien ist. Das sind uralte Handelsstraßen, Handelsverbindungen, wo Bergbau war. So, und das ist das Verwunderliche und da eckst dem an. Und dann hast du eben solche Sachen, dass im Jahr 178 nach Christus im Rahmen des Markomannischen Krieges die Römer von der Donau 208 Kilometer nördlich gezogen sind, von Regensburg aus nach Norden. Da gibt es einen Höhenzug. So, das ist heute der Erzgebirgskamm, das ist der Grenzweg oder der Schwertweg, den hat Herr Oder 1530 im Auftrag von Kurfürsten vermessen. Dort hat er alte Wehranlagen gefunden, 1530.
Und dort oben haben zum ersten Mal die Römer im Barbarenland gesiedelt, 178 nach Christus, bis 235. Dann haben sich die Römer zurückgezogen, gänzlich aus dem Gebiet zurückgezogen. Es gibt bei Hartenstein, gibt es Wasserburgen, die nennen sich alle Wahl oder Wohl. Edelhof geht damit los, Tschurken, Grüner und so weiter und so fort. Das sind alles vorgeschobene Beobachtungspunkte mit Deich umgeben. Da steht der Turm als Luftlinie, das heißt 1 bis 2 Kilometer hinter der Mulde, am rechten Muldenufer, da standen die Römer. Nicht der Limes am Rhein, nicht an der Donau, sondern zeitweilig haben die Beobachtungspunkte gemacht. Und da haben sie eben dann, wie gesagt, nachdem der Markomannische Krieg vorbei war, haben sie die Hermanduren aus dem Erzgebirge vertrieben und haben die Müsi eingesetzt, germanischer Stamm. Daraus leite ich ab die Mark Meißen. Ja. Das heißt, ich habe ein Problem mit dem Herrn Bayer, Archäologe in Werdau, der sagt eben, die Sorben haben bis 300 Meter hoch gesiedelt, darüber war nichts. So, das stimmt auch, Werdau, Zwickau, die Linie. Aber darüber haben die Nachfahren dieses germanischen Stamms auch in Grünhain gelebt, bis in Kampfgebiet. Und der Begriff sudetisches Gebirge, das ist umgangssprachlich, haben die Römer geprägt, das heißt Wildschweinberge. Das heißt, wenn Karlsbad in Richtung Norden, ja, dann ziehst du plötzlich diesen Hang da oben, Eichen- und Buchenwälder, ja, Dunkelwälder, ja, der Dunkelwald mit Riquidi, ja, die 40 Kilometer, das waren die Wildschweinberge, ja, sudetische Gebirge. Und das Erzgebirge wurde erst 1550 von Philipp Melanchthon geprägt für das Gebirge hier, den Reichtum. Noch was interessant, nur ein Schneeberg. Oder dort, wo Schneeberger Berglöwen gewirkt haben, da bezeichnet man die Zechen, die Schächte, die Bergwerke als Fundgrube. Und der Begriff Fundgrube stammt aus dem Griechischen. Das heißt, es sind alles kleine Sachen, die man zusammenreimen muss. 2 plus 2 kann manchmal 5 sein. Ja? Lauter solche kleinen Details. Und dann fehlt eben dann der Beleg, Urkunden sind weg, beziehungsweise man will sie schwer haben. Wir können mal eins hoffen, dass irgendwann mal eines Tages dann nicht ein schlauer Mann kommt, sondern dass man sagt, Mensch, vielleicht ist doch was dran, dass der Bergbau älter ist. Ja. Man hat ja 1446 am Schneeberg angefangen, Wismut zu suchen. Da ging es ja darum, Wismut, Zuschlagstoff für die Leiternherstellung. Zinn und Wismut hat man die zum Buchdruck gebraucht. Ja, so, da hat man dann im Schneeberg Wismut gesucht. Ich habe es auch schon gesagt, ich hole nicht manchmal, am Schneeberg gibt es 300 Mineralien. Ja, und das ist einmalig, schon vor mehreren tausend Jahren. So, und dann liest du eben Schliemann, da liest du eben das und das und das und dann kommst du dahinter und sagst, Mensch, das ist doch alles viel älter. Sie haben das Problem, weil die Bergwerke immer gleich sind, mit Schlägeln, Eisen, Jahrtausende. Ich weiß nicht, ist das Bergwerk 500 Jahre alt oder ist es 5000 Jahre alt? Im Querschlag 6 unten bei Günter Ernstl, da kannst du mit LKW reinfahren, Wismut-Querschlag, und daneben hast du so 60 cm breit, 80 cm hoch, da hast du Altbergbau. Wenn du dort nicht findest, irgendwie etwas Organisches, mal einen Baumstamm irgendwie, dass du sagen kannst, ich kann die dendrologische Methode feststellen, wann der Baum geschlagen wurde und gewachsen ist, ja, kann ich nicht sagen, wie alt das Bergwerk ist. Weil immer die gleiche Technologie war, Jahrtausende. Ja. Da haben wir Bergwerke geschlossen, die Römer haben Bergwerke eröffnet. Im Tacitus, ja, Tacitus hat geschehen unter Germania, ja, dass eben dort in Sachsen wurde Bergwerk geöffnet. Eröffnet wieder. Die haben sie nicht irgendwie angefangen, sondern haben die da aufgemacht. Ja. So, das war es eigentlich, ich wollte das bloß gesagt haben. So sehe ich das, also so sind meine Gedanken, das will ich nicht irgendwie, das müsst ihr nicht annehmen, aber bloß das ist das, was man sich Gedanken macht. Dass es älter sein könnte. Und wenn man das sieht, wie ist das erste Foto, was ist denn nun hier, diese Bergbaulandschaft? Ich habe eben hier eine Karte, das ist eine topografische Karte von der Sächsischen Armee. Wir haben eben hier alle, wir haben eben nur noch alle Halden. Wir haben alle, ich habe auch alle Steinbrüche drauf, alle alten Wege. Die es nicht mehr gibt, durch Umgestaltung, durch die LPG und so weiter, ist weg. Und da hat man noch die alten Wege, wie im Frühjahr, wie man von da nach da gekommen ist. Ja?
nicht wie heute die Wege da unten lang. Die Wege waren früher ganz anders gewesen. Und dann wurde eben durch die Haltenschüttung, ja, hier sind noch kleine Rapperhalte, kleine Halte, ist der Hausner ganz wohl drauf, hier ist immer Haltensingen, ja, das ist die andere Halte. Und dann kamen die großen Halten nach dem Ersten Weltkrieg, also in 30er, 40er Jahren, da kamen die Wissen, die haben alles zerstört. Nichts mehr erkennbar, ja. Aber jetzt sehen wir noch die Wege, das sind alles Wege, die hier runterführen, ja. Hier runter im Hüttengrund, also im Lindenauer Grund des Mühlberges. So, und das ist eben, sollte man vielleicht überlegen, was weiß das Landesamt für Archäologie, was hier läuft, was hier läuft. Ja. So, mittlerweile ist es so, wir dürfen graben, wir dürfen hier eine Bohrung einsetzen, bis runter. Und dann werden wir sehen, was unter uns alles liegt. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, dass hier ein dickes Bergwerk ist, ein Kobaltbergwerk, und dass tiefere Horizonte aufgefahren worden sind hier in Neustädel, am Mühlberg, nicht auf Silber, auf Kobalt. Der Rappold und hier unten, das Ganze ist alles Kobaltbergwerke. Und man hat, Glück auf, man hat nach 1650, also nach dem Dreißigjährigen Krieg, hat der sächsische Kurfürst Gewinn gebittert und hat die Blaufarbenwerke in Oberschlema, in Albernau, in Niederpfannenstiel, was Nickelhütte Aue ist, hat man diese Blaufarbenwerke hat man zusammengefasst, ein viertes Blaufarbenwerk in Schokendal bei Tschobau zusammengefasst, und dieses Monopol hat man bis 1850 ausgenutzt. Man hat das Kobalt produziert. Jeder Bergwerk durfte nur bestimmte Sachen, Summen produzieren. Und ab 1850, als man synthetisch blaue Farbe hergestellt hat, das Ultramarinblau, fielen die Preise ins Bodenlose und man hat den Bergbau auf Kobalt eingestellt. Inzwischen ist Kobalt, komm rein, nimm Platz. Oder stell dich hin, ist Kobalt ein strategischer Rohstoff? Ein strategischer Rohstoff Kobalt. Ja, man sucht weltweit Kobalt, um das zu gewinnen. Und dann kommt etwas, wir wissen viel über den Silberbergbau. Wir wissen wenig, wann es losgegangen ist. Aber noch weniger wissen wir, was lief denn ab 33 bis 45 Jahren. Was hat man da betrieben, Bergbau? Ja, da wurde Bergbau auf Uran betrieben. Otto Hahn hat 1938 mit Strassmann die Kernspaltung entdeckt. Die Liesel Meitner, seine Mitarbeiterin, war in Stockholm. Die mussten erstmal aufklären, was er entdeckt hatte. Und da lief die ganze Entwicklung schon. Die ganze atomare Forschung lief da schon. Göttingen war die Welthauptstadt der Kernphysik. Und da hat man schon lange vor der Machtergreifung, hat man hier in Deutschland im Geheimen an atomare Forschung betrieben. Das war ein Krieg, England, Deutschland, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Und das lief dann 1933 weiter. Ab 1933 wurde im Erzgebirge strategische Rohstoffe in Geier, in Marienberg, in Annaberg, in Schneeberg, hier in Gurkenstadt, wurde Bergbau und Uran betrieben. Und andere strategische Rohstoffe, Wolfram, Thorium, ja, Thoriumbombe und so weiter, was gar keiner weiß. So, und das sind Sachen, wie keiner wahr haben. Man kann eine Doktorarbeit schreiben. Ich habe es ja nicht gelesen. Ein Kollege hat geschrieben, über, dass die Deutschen die Atombombe nicht hatten. Ich habe eine Arbeit geschrieben, die letzten 10 Jahre, die liegt zurzeit in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft in München, über das Radiumforschungsinstitut in Schlema. Da geht es Außenstelle Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft für Biophysik in Frankfurt am Main. Da geht es eben auch um atomare Forschung, Drittes Reich, und das wird geprüft, ob das zugelassen wird zu einer Doktorarbeit. Titel Schall und Rauch, ich brauche das nicht. Es geht nur darum, um die Wahrheit halber, was hier so läuft. Ja. Das Dumme ist im Folgendes, hier vorne beim Denksig, wer Schneeberger ist, da war Kriegsgefangenlage für russische Offiziere, sowjetische Offiziere. Die sind über die Straße gegangen, beim Heimann, hier bei dir, ich war am Freitag bei dem Bad gewesen, haben wir gemessen. Beim Grundstück im Grundstück rein, bei ihm im Grundstück, 200 Meter von hier, geht die Stollen 6 Meter Tiefe her, und geht hier am Berg rein. Und die haben sie gearbeitet. Sowjetische Kriegsgefangene. Hier drüben waren Ukrainer gewesen, die haben auf der Fundgruppe Weißen Hirsch weltweit einmalig eine Flotationsanlage nach dem Schwimmschaumverfahren von Petersen für schwere oxidische Erze betrieben. Dort hat man Uran gewonnen. Die Ukrainer haben mit ihren Händen das Urankonzentrat in kleinen Fässern verfüllt, Holzfässer. Die hat man 20.000 Stück gefunden, 1945 in Stassfurt. 20.000 Fässer mit Uran. Nur 238, nicht
haben die Amis erbeutet, ja, in Staatsfurt. Rainer Karsch, mein Kollege Dr. Karsch, hat gesagt, das wäre aus Belgisch Kongo. Ich sage, nee, das ist Schneeberg, wir haben Georgenstadt, aus Geier, am Friedersdorf, das ist aus Jachimsthal und sonst woher. Ja. So, also wie gesagt, wenn ich Altbergbau mache, bin ich sofort neu, neuen Bergbau. Aber ich wollte was anderes sagen heute noch. Ich habe das so in der Pressestand drin. Hallo. Ich bin heute hier im Maiskittel da, ich bin Dominik Görlitz, ich bin Abora-Team. Das heißt, ich arbeite mit dem Dominik Görlitz zusammen als Chemnitz Experimentalarchäologe. Der wollte von Sochi über das Schwarze Meer nach Varna, von Varna nach Istanbul, früher hieß es mal Byzanz, Konstantinopel, nach Kreta, also Troja war ja schon gewesen, und bis nach Alexandria und wollte beweisen, dass vor 4000 Jahren bereits möglich war, Eisenerz vom Kaukasus bis hierher zu schaffen nach Ägypten. So, das Biobirus-Boot hat er aus Bolivien bekommen, hat er gebaut, ich habe ein bisschen mitgeholfen, ich habe das Segel angemalt, das Logo im Juli. Ich war 5 Tage in Warne und habe vom Schwarzen Meer nichts gesehen, ich habe 5 Tage gearbeitet, bin nach Hause geflogen. Wir betreiben Forschung, die dahin geht, das heißt, dass bereits vor 3.500 Jahren hier am Schneeberg Kobalt abgebaut worden ist. Man hat 1922 im Grabmal von Dütschenamun, das man 1922 gefunden hatte, 1325 vor Christus, hat man eine kobaltblaue Kopfstütze gefunden, aus kobaltblauem Glas. Hat ein britischer Metallarchäologe 1980 analysiert und hat festgestellt, dass die Beimengungen bei den Kobalt, was überall gibt, Bismut und Nickel, das ist die sogenannte Bikonie, Wismut, Kobalt, Nickel. Das gibt es nur im Schneeberg. Und in dieser Formation, Wismut, Kobalt, Nickel, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Uran vorkommt. So, das hat schon Schliemann 1870 Quereinsteiger gesorgt, dass eben Prachtstraße von Babylon, das Ischador, dieses kobaltblaue lasierten Ziegel und diese gelben, Fabelwesen, das Kobalt stand als Schneeball. So, dass man, es gibt noch Annaberg Kobalt, es gibt ja einen Jahrhundert Kobalt, es gibt ja einen Urgestein Kobalt, aber nicht in dieser Zusammensetzung. Und diese typische Bestimmung, was heißt für Schneeberg zuständig, ist eben diese bestimmte Zusammensetzung. Das ist wie in Fingerzeit DNA-Analyse bei jedem Menschen, kann man auch sagen, welches Bergwerk das ist. Ja, will bis keiner wahrhaben. Und, ja, das wird dann untersucht und da ist 1300 Jahre vor Christus, ist da an der türkischen Küste, Mittelmeerküste, der Ort heißt Ulaanbaatar bei Antalya, wer vielleicht mal dort war, ich war noch nicht dort gewesen, ein Schiff gesunken und dieses Schiff hatte 175 Rohglaszylinder gehabt, 10 cm Durchmesser, blaues Glas, 5 cm hoch, das hat man exportiert. So. Das Problem mit den Kobaltherstellung, das Glas, ist nicht das Problem schwierig, das ist ein technologisches Problem. Sie brauchen nämlich Quarz und Quarz ist auch vorrätig. Quarz wird gebocht, nicht Sand, Quarz brauchen sie für Glasherstellung. Das Kobalt sowieso und dann brauchen sie noch etwas, Wasserkraft und viel Holz. Es gibt zwar Nil, aber da gibt es nicht so viel Holz. Ja? Das heißt, dass hier in der Region wahrscheinlich dass Kobalt bereits vor 3.500, 4.000 Jahren abgebaut worden ist. Das Besondere für Schneeberg ist, wir haben 300 Mineralien. Es gibt nur noch einen Ort in der Welt. Das ist in Namibia, was ähnlich viel Mineralien hat. Ja, so. Und dass der Bergbau bedeutend älter ist. Und dass eben die Walen hier waren, diese Venediger, ja, das keltisch, germanisch, ja, dass der Bergbau, wie gesagt, bedeutend älter ist. Und da wir ständig hier Bergbau betreiben, mit Schlägeln Eisen, ist nicht feststellbar, wie alt ist das Bergwerk. In Schneeberg gibt es Stollen, die sind 60 cm hoch, 60 breit, also Uraltbergbau. Sie kann nicht feststellen, ist es nur vor 5000 Jahren, vor 500 Jahren oder wann geschehen. Ja. Und das ist das Problem. Und man will es nicht wahrhaben. Und deshalb suche ich eben, was zu finden. Oder man wird hingestellt als Spinner, ja. Aber man sollte sich vielleicht überlegen, dass vielleicht das Bergbau im Schneeberg vielleicht doch älter sein kann. Ja. Und das wollte ich eigentlich damit eigentlich bloß zum Ausdruck bringen, dass man mal ein bisschen nachdenkt, keine Zahlen. Aber man denkt, es kann ja älter sein. Der Römer. Der Römer war der letzte, die auf der Kugel gesucht haben.
Die Römer waren der letzte Kobold. Das, ich habe vorhin gesagt, im Grabmal von Dütsch in Amun hat man, wie gesagt, diese kobaltblaue Kopfstütze gefunden. Da ist 1325 vor Christus gestorben. 1922 hat man das Grab gefunden. Und 1980 hat ein britischer Metallarchäologe dort dieses kobaltblaue Glas analysiert und hat festgestellt, die Beimengungen des Kobalts waren Nickel und Wismut. Bikonie, Wismut, Kobalt, Nickel. Es gibt überall Kobalt. Ich habe es auch schon gesagt, ich wiederhole mich manchmal, ja. Aber nicht in der Art der Beimengung. Afrika, Amerika, Asien, überall gibt es Kobalt, auch im Erzgebirge, aber nicht in der Zusammensetzung, wie es hier am Schneeberg ist. Bikonie, Wismut, Kobalt, Nickel. So, und das ist ein Fingerzeig, das ist wie die DNA. Jeder Mensch ist einmalig. Hier Fingerabdruck und so weiter. Diese geologische DNA, ja, für den Schneeberg gehen. Kathedrale von Chartres oder hier Babylon, Prachtstraße, hier Ischador und so weiter. Diese kobaltblauen Glasuren auf den Ziegeln und dann diese gelben Fabelwesen, ja. Das sind alles Sachen, die irgendwo produziert werden mussten. Und ich habe es gesagt, die Technologie ist nicht entscheidend. Entscheidend sind die Zuschlagstoffe. Wasser, Holz, Quarz und Kobalt. Und dann das Wissen um die Sachen. Ja. Also, da tust du dich dann reinziehen und hast eine Verbindung mit Leuten. Ich habe einen Kollegen Kusch in Graz an der Universität, ich habe Kollegen in Österreich, ich habe Kollegen in Südafrika, in Amerika und sonst wo. Da treffen wir uns und spinnen was zusammen. Wir spinnen nicht. Ja. Wir sind da in der Auffassung, dass eben der Bergbau älter ist und dass es eben am Anfang war der Weg und die Bergwerke. Und das durch die Sesshaftigkeit durch die Bergwerke frühzeitig. Ja. Und seit Jahrtausenden wird der Bergbau betrieben. Und es ist traurig, keltisch, germanisch, man sagt nicht keltisch, man sagt Anitze-Kultur. Das ist eine Stadt bei Prag aus der Zeit, vor 2600 oder 800 Jahren stammt das. Ja. So, wir haben hier im Annaberg-Raum, haben wir eben 10 Lagerstätten, die vor 4000 Jahren ausgebildet worden sind. Jetzt kommt man dahinter. Das gibt es der Frau Henker zu, Landesamt für Archäologie. Die Kunstschätze, was können da für Kunstschätze sein, die Sachen? Ja, weil, pass auf, das ist kompliziert. Also ich habe es schon gesagt, oder ich habe es vielleicht vorhin gesagt, ich habe Kulturwissenschaften studiert, ich war bei der NVA, ich habe Marienberg gedient. Das heißt, sie haben keine Chance, über sie wird verfügt, ich habe bestimmte Fähigkeiten. Und ich habe den Auftrag erhalten, Kulturwissenschaften in Leipzig zu studieren. Ich bin ausgebildet als Kunstschutzoffizier. Wir haben das vor uns unterhalten, Genfer Konvention, Haager Landkriegsordnung. Das heißt, dass wir den Auftrag hätten, im Ernstfall Kunstschätze zu sichern. Die Sache mit Bernsteinzimmer, was mich so bewegt, die Russen haben aufgrund des schnellen Vormarsch der Deutschen, haben das Bernsteinzimmer hängen gelassen, die haben es abgehangen, haben es hängen gelassen. Und der Kunstschutzoffizier von Solms aus Wildenfels hat es abgehangen und hat es nach Königsberg geschafft. Was danach ab 44 passiert ist, das ist ja das, was wir suchen. Ja, aber er hat eigentlich das Kunstwerk gerettet, Bernsteinzimmer. Ich habe in Enke erlebt, ich habe auch den Reimann jahrelang mitgemacht. Ich war in Poppenwald dabei, ich war auch dabei gewesen oben in Grünheim. Hier sind Kunstschätze versteckt, hier sind in bestimmten Bergwerken, in Anlagen, die in den 20er Jahren aufgefahren worden sind, atomare Forschung, Drittes Reich und vor dem Dritten Reich bereits. Da geht es hier um Sachen, ich sage es mal so, das ist zum Beispiel die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die Deutschen haben die größten Nobelpreisträger vorgebracht und die Forschung, die gelaufen ist, 20er, 30er Jahre, das will keiner wahrhaben, ja, die ist dort gediehen. Und da hat man in Kunstschätze rein versteckt. In Hartmannsdorfer Forst, ihr habt das vielleicht mitbekommen, Autobahn zu bringen, Schneeberg-Hirschberg, das sind drei Stollen. In diesen Stollen da oben, da liegt bayerisches und thüringisches Kunstgut seit 1945. Die Frau Dr. Hemker hat erklärt, am Saubersdorfer Flügel, mein Kollege, der Zimoli, der wollte um ein russisches Kunstgutdepot öffnen, der Hohe Forst und das Weltkulturerbe hat das ganze Gebiet als Bergbauschutzgebiet erklärt und du kommst nicht rein. Du darfst nicht. Wir suchen Kunstschätze. Ich habe Probleme mit dem Denken. Ich habe mit Magdeburg, das ist die Koordinierungsstelle deutschlandweit Lost Art. Das heißt, Kunstgut verschollen oder uns was,
die antworten mir nicht. Ich habe den Herrn Dulich, Wirtschaftsminister, um Scheiben gemacht, der ist zuständig für den Straßenbau. Ich wollte dort oben wollte ich eine Bohrung durchführen und da hat mir Oberbergmann gesagt, der Kollege Günther, wenn ich den Befehl kriege oder Weisung halten, machen wir das kostenlos, da bohren wir mal. Wenn Sie drunter fahren, da ist ein Schnitt in Granit, in Kirschberger Granit. Wenn Sie von unten hochkommen, von Saubersdorfer Kirschberg, haben Sie 3, 5 und 7 Meter Überdeckung. Dort drinnen sind Kunstgutdepots. Ich habe dort eine Ausbildung, Spezialausbildung. Ich kenne zum Beispiel den Durchbericht oder den Dott. Die Deutschen haben alles nach Vorschrift, alles genormt, geregelt. Jede Breite und alle Depots. Ja. Ich zweifle meine Fähigkeiten. Hier gibt es Kunstschätze, die hier liegen, auch in Hartenstein. Und das Problem ist noch schlimmer, dass die Amis und die Russen haben sich 45 gejagt um Patente, um Wissenschaftler und andere Sachen. Auch eine Atombombe. So, haben sich gejagt hier. Und die Russen, die Amis waren 6 Wochen hier gewesen, die Russen 40 Jahre. Und hier gibt es Sachen, zwischen Hartenstein und Schlema in Aue ist die Mulde 5-mal unterquert worden. Hartenstein, Aue. Nicht von der Wismut. So. Und das ist die Sache, ich will ja kein Feld an die Wand malen, aber das sind so Erkenntnisse, die ich habe. Das ist nicht gewollt, dass irgendwas bekannt wird. Ich sage mal so, wir leben auf der Zeit zu einer Bombe. Hier tickt eine Bombe. Irgendwas geht mal in die Luft. Abgesehen von Jonastal in Thüringen und so weiter. Ja, das ist schon ganz schön kompliziert. Und wenn es irgendein Schlemer zum Beispiel, Kunstschätze, was er nie kennt, der Willischwiller, hat er vielleicht gehört vorige Woche, dass dort Radioaktivität austritt. Ja, machen die bitte was, die Wismutsanierung. Ja. So, da haben die da unten Pumpen gewartet, die Süffelpumpen, die im Sumpf hingen, die haben Wasser gepumpt. Wenn die instand gesetzt werden müssen, entsteht keine Radioaktivität. Ja, da ist ja was. Und dort unten in Schlema zwischen Radioforschungsinstitut und Willischwiller hat der Dr. Krebs 1943 im Auftrag der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft das Gebiet gekauft von der Gemeinde Schlema. Da war der Papierfabrik Willisch und von der Willisch-Fabrik geht unterirdisch irgendwelche Gänge dort lang. Also ich zweifle langsam an Fähigkeiten. Und wenn du hingestellt wirst, dann bist du Spinner. Das ist wirklich so. Ja. Und das will keiner wahrhaben. Und da kann es auch passieren, dass so eine Veranstaltung gestört wird. Ja, also ich hatte so einen Vortrag gehalten über Bernsteinzimmer am 26. Juli. Da besucht einen Schneebalken und plötzlich hat man die Veranstaltung gestört. Also die Regelung gesprengt. Ja. Ist nicht gewollt, ist nicht genehm. Und das ist das mein Problem, was ich habe. Ich mache noch keine Stimmung oder was, ja? Ich will es nur gesagt haben. Und was ist denn der Grund überhaupt, dass das unter den Tisch gekehrt werden soll? Das muss doch irgendjemand Interesse. Passen Sie auf, ich sage Ihnen mal Deutsch Neudorf, der Peter Haustein, ist der Begriff. Bernsteinzimmer durch Neudorf. Der Peter Haustein war Bundesabgeordneter. Ich arbeite mit Peter Haustein zusammen. Ich habe mit Peter Haustein, sagen wir, 3 Stunden aufgeklärt, die Anlage. Der ist dort 100 Mal drüber gegangen. Mein Honorar war gewesen, 2 Schnäpse, Schwarzbier und eine Schiene Linsensuppe, das war mein Honorar. Ich habe die ganze Anlage aufgeklärt in Deutsch-Neudorf oben. Dort hat man eingelagert Canaris, Abwehr. Die Abwehr hat 1945 aus Prag, aus Stechowice, aus Pilzen, Dokumente, Deutsch-Katharinenberg, nicht Böhmisch-Katharinenberg, Deutsch-Katharinenberg. Die Schwednitz ist der Fluss, der Grenzbach sozusagen, auf deutschem Gebiet Sachen eingelagert. Die Amis haben kein Interesse daran, dass irgendwas geöffnet wird. Wir sind nicht mehr besetzt, die Russen sind raus. Wir sind ein besetztes Land, die Amis sind da. Sobald hier was passiert, sind die Amis da. Ich habe ja meine Diplomarbeit, ich kann es mal sagen, ich glaube nicht, die gebe ich nicht mal aus der Hand, ja, über den Erzgebirgsverein, dort drin habe ich reingeschrieben. Ich habe Kunstgut reingeschrieben, wer wo was liegt. Ich habe dann was gefunden 2007, da kriege ich eine Warnung von einem Freimaurer. Ehemaliger Offizier der NVA, hochrangiger Freimaurer, der Kenner der Loge, hat mich gewarnt und hat gesagt, Günther, hinter dir ist der NSE her, der amerikanische Geheimdienst. Ich sage es mal so, kein Aufschneider. Ich habe gesagt, April. 3 Tage später klingelt bei mir das Telefon, meldet sich ein Heimatforscher aus Chemnitz und hat gefragt, sie machen doch Friedrich in die Kraus. Und da habe ich mich gefangen gehabt. Kommt sie mir und da habe ich den Herrn die Urschrift, die ungebundene Urschrift, das war das Omic. Ich habe sozusagen die Urschrift dem übergeben. Da sagt Egger, ich bringe in 14 Tagen wieder vorbei die Arbeit. Gibt mir seine Visitenkarte. Ich rufe nach 4 Wochen an. So, die Zwickauer Straße in Chemnitz gibt es, auch die Hausnummer gibt es. Bloß den Mann gibt es dort nicht, da drin.
Ja. Also man hat mich klassisch aufs Kreuz gelegt. Was wollen denn die mit dem Ding? Auf der anderen Seite, diese Arbeit, die letzte Arbeit, das noch Exemplar noch existiert, wurde aus allen wissenschaftlichen Einrichtungen herausgenommen, wo ich gearbeitet habe, die dort Belegexemplare waren. Das darf nicht sein, und dann wirst du hingestellt als Spinner. Und hier drin steht, wer zum Beispiel auch das Bandscheibenvorhang versteckt hat. Da tauchen Leute auf, die der Enkel noch nicht mal gewusst hat. So, und da hast du eben das Problem, und immer wieder Kunstgut, immer wieder Kunstgut, da hat kein Interesse dran. Man sucht Akten, das heißt, wenn was Bestimmtes aufgemacht wird, kannst du die ganze Geschichte neu schreiben. Auch die Geschichte der Domforschung. So. Jetzt will ich nicht Spinner werden. Ich sage nichts. Es gibt Leute, die sagen, Hiroshima und Nagasaki ist eine deutsche Bombe. Aber es war wahrscheinlich so. Ja, so. Amis hatten es nicht gehabt. Die Deutschen, lass liegen. Die Deutschen haben das schon gehabt, das Know-how. Aber die haben es nicht eingesetzt. Weil eben in Schlema hat man geforscht über die Wirkung, das heißt atomare Waffen, dass die Alpha-Beta-Gamma-Strahlen. Die Amis haben erst mitbekommen, nachdem Hiroshima Nagasaki war, was dann passiert. Das haben die Deutschen gewusst. So, danke für die Aufmerksamkeit. Nee, aber wir machen weiter hier. Ich schaue mal eins. Esst du was, trinkt du was, bin der Schatzmeister, spendet was. Klöster und so weiter. Ist das ganze Thema. Wissen. Grünhain ist zum Beispiel hochinteressant. Ja. Grünhain, die ganzen Zisterzienserklöster, ja. Und dann gibt es die Templer noch. Die Templer und Zisterzienser, die haben für den Bergbau sehr viel getan, im Erzgebirge. Ich war bei der Äbtissin von Waldsassen, die hat über den Glas, Glaskunst im Erzgebirge gesprochen, Glas ohne Grenzen. Und dass eben diese Waldglashütten, das sind uralte Traditionen, die haben sie wieder aufleben lassen, vor 1100. Vor 1100. Grünhainer Kloster, da habe ich 2 Jahre gegraben und habe mehrere Jahre geforscht. Und das Grünhainer Kloster ist brandaktuell. Und da ist auch noch was drin.